Willkommen zur 37. Episode des Vitamin Bäre Podcast. Heute wieder, natürlich eigentlich wie immer, mit einem richtig spannenden Gast. Aber bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Eventuell muss ich sogar Werbung dazu sagen. Letzte Woche ist mein kleines Projekt online gegangen, mountaindesk.com. Und wenn du deinen Job liebst und trotzdem gerne in den Bergen sein möchtest, dann ist das genau die richtige Seite. Also schaue mal auf mountaindesk.com oder bei Facebook auf mountaindesk und hinterlasse einen Like oder trage dich in den Newsletter ein. mountaindesk.com. Und jetzt zum Interview. Viel Spaß! Er ist ein Urgestein der Bergfotografie, wohnt überraschenderweise in Norddeutschland und sagt, gute Bilder sind, neben einer guten Kletterroute, der einzig vernünftige Grund, früh aufzustehen. Und jetzt in meiner Recherche habe ich auch festgestellt, dass ich ihn nämlich quasi schon länger indirekt kenne. Er steht nämlich schon seit einer Weile in meinem Bücherregal, denn er hat den Trekking Guide für Patagonien damals geschrieben, den ich mir gekauft hatte für die Tour 2009. Willkommen im Vitamin Berge Podcast, Ralf Ganzhorn. Moin. Moin. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Ralf Ganzhorn und eigentlich von Haus aus bin ich Geologe. Aber im Laufe der Jahre hat sich sozusagen meine Geologie ziemlich an den Rand gedrängt, beziehungsweise gedrängt worden. Und ich lebe mittlerweile als der wahrscheinlich einzige norddeutsche Bergfotograf ausschließlich vom Verkauf meiner Bilder und Texte, die sich letztendlich um die Berge drehen. Wie kommt das mit der Geologie? Hast du das studiert oder? Ja, ich bin studierter Diplomgeologe und würde das auch immer wieder studieren. Wunderbares Fach und entspricht ja auch meiner Leidenschaft mehr oder weniger. Auf der einen Seite eben in die Berge gehen, klettern, Bergsteigen, auch ein bisschen wandern, dann eben ein bisschen verstehen, wie solche Berge aufgebaut werden, wie sie entstehen und das Ganze alles als Bild festzuhalten. Also das passt schon ganz gut zusammen alles. Jetzt hast du auch eine Ausstellung, die eigentlich so eine Frage in den Raum wirft, die sich wahrscheinlich jeder stellt. Also der Name ist, kommt ein Hamburger ins Gebirge. Wie bist du denn zu den Bergen bzw. zur Bergfotografie gekommen? Also da muss ich schon weit, weit zurückgehen und es liegt eigentlich an meinem Vater. Mein Vater hat für mich damals als 12-, 13-Jähriger oder sowas, eine Schmetterlingssammlung angefangen. Also erst mit mir hier in die Umgebung. Wir wohnten damals in Wilhelmshaven gegangen und wir haben eben angefangen, Schmetterlinge zu sammeln. Klingt erstmal so ein bisschen brutal, aber letztendlich hat mir als Jugendlicher das sehr, sehr geholfen, Verständnis für die Natur zu entwickeln. Also wie sind Zusammenhänge, was ist eine Ökosysteme, wie funktionieren die? Und da mein Vater, als auch ich sozusagen das Interesse hatten, diese Schmetterlingssammlung möglichst vollständig zu haben, sind wir eben in die Alpen gefahren, weil es bestimmte Schmetterlingsarten, wie zum Beispiel Apollo oder Erebiden, eben nur in den Bergen gibt. Und dann sind wir, ich glaube, da war ich so 13 oder 14, nach einer für mich komplett verkorksten Radtour nach Holland, die ich mit einem Freund unternommen habe, 2 oder 3 Wochen in Südtirol gewesen. Und das hat mir so dermaßen gut gefallen, dass ich das Jahr drauf mit einem Freund und einem Dreigangfahrrad eben durch die Dolomiten gefahren bin. Das ist sozusagen der Start meiner Karriere als Bergsteiger. Und damals habe ich eben auch eine Kamera von meinem Vater mitbekommen. Das war ja eine relativ normale Kamera. Und wie es den meisten Menschen wahrscheinlich geht, habe ich damals begeistert aufgedrückt, dachte, wow, das, was ich da sehe, das finde ich dann auch irgendwann wieder auf dem Film, wieder auf den belichteten Schnipseln. Und war dann, als ich zu Hause war und die Filme abgegeben habe, eben komplett enttäuscht. Also Bilder überbelichtet und schlechte Licht oder blaustichig, weiß was ich. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass ich mich dann mit der Fotografie beschäftigt habe, mir eine Spiegelreflex irgendwann mal gekauft habe, die dann nach einigen Jahren wieder verkauft habe, weil sie nicht stabil genug war. Und dann 83, weil mir das dann schon Spaß gemacht hat, also die ersten Ergebnisse waren eigentlich auch ganz brauchbar, eine relativ gute Ausrüstung damals zusammengekauft habe.
Okay. Und bist du dann immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen? Bist du Bergsteigen gewesen? Und wie war das da? Oder was war deine Lieblingsbeschäftigung dann? Das wurde nach und nach mehr. Also, muss man so sagen, ich bin zunächst mit diesem Freund damals eben in die Dolomiten. Wir sind eben auf dem Brennerpass gefahren und sind damals eben über ein Sellerjoch, ein Grödnerjoch, sind wir eben durch die Dolomiten getürmt. Hatten unser Fahrrad dabei und da wir keine Kohle hatten, haben wir immer auf den Bauernhöfen gefragt, ob wir da auf dem Grundstück zelten können. Und dann kam so die erste Wanderung und dann kam so die erste Mehrtageswanderung von Hütte zu Hütte. Und das Jahr drauf, also da war ich dann 15 oder 16, waren eben dann die ersten Klettersteige da. Da war ich dann mit meiner Schwester auch mit dem Fahrrad durch die Dolomiten gefahren. Und 1983, da war ich dann nicht mit dem Fahrrad unterwegs, da war ich am Trampen. Da bin ich nach dem Abi sofort Richtung Schottland getrampt, war da 7 Wochen unterwegs. Und da hat man mich auf der Insel Skye, das ist so das Alpinste, was Schottland so aufzuweisen hat, hat man mich eben in den Coolins, das ist so eine Bergkette dort, ans Seil genommen. Und das wiederum hat mir so gut gefallen, dass ich eben angefangen habe, ja, erstmal solo zu klettern, weil ich gar nicht wusste, dass es hier in Norddeutschland auch Felsen gibt. Alpenverein war ich zwar Mitglied, aber vor allen Dingen wegen der Hütten. Und dann bin ich 1984 im Hohen Atlas gewesen. Und also da hat sich das so nach und nach entwickelt. Und Fahrrad blieb aber auch weiterhin treu. Meine erste wirklich lange Fahrt durch Südamerika, das war nach dem Militärdienst, den mussten wir ja damals ja alle machen, bin ich ein Jahr lang auch mit einem Dreigangfahrrad durch Südamerika gefahren. Da war ich dann eben bei verschiedenen Expeditionen schon eingeladen, bin alleine wochenlang durch die patagonischen Berge geeiert. Und da ist mehr oder weniger die Wurzel gelegt worden, auch klettern zu gehen. Dass ich auch irgendwann tatsächlich mal auf dem Fitzroy stehen würde, das hätte ich mir damals nicht ansatzweise erträumt. Also das war so dermaßen weit weg von dem, was ich dachte, was möglich ist. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Der Fitzroy, also du warst, wann warst du das erste Mal in Patagonien? 1985, oder? 1985, ja. Ja, das ist ja doch Und schon eine damals eben ganze. mit dem Fahrrad ein ganzes Jahr lang. Das ist ja schon eine ganze Weile her und ich meine, ich war 2009, fand das ja schon sehr, also noch nicht so erschlossen. Jetzt sind wir bei 2018, also 9 Jahre später und wenn ich mir so Bilder angucke, wie das dort alles gewachsen ist, du warst ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder da. So zu 1985, wie hat sich denn das ganze Südamerika, also speziell jetzt mal Patagonien, verändert? Also einerseits natürlich Land und Leute, aber auch die Kletterei dort. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen letztendlich. Also ich war jetzt gerade also dieses Jahr das 27. Mal in Patagonien, mittlerweile über 5 Jahre dort verbracht. Das ist schon eine ganze Haufen Zeit einfach. Und gerade El Chalten, da war ich immer wieder. Und 1985 gab es El Chalten noch gar nicht. Und ich habe damals 4 Tage lang in Calafate eine Transportmöglichkeit gesucht, die mich dort überhaupt, also an dieses Ende der Straße damals hinbringen sollten. Und nach diesen 4 Tagen haben mich eben Bauarbeiter mitgenommen, die damals die Brücke über den Rio Fitzroy, also diese Eintrittsbrücke heute nach Chalten, gerade gebaut haben. Und Chalten, wie gesagt, gab es noch gar nicht. Und damals war ich 2 Wochen alleine in den Wäldern. Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Und Chalten mittlerweile, 30 Jahre später, ist eben ja, ein Dorf, was auch noch einen bestimmten Pioniercharakter hat. Aber letztendlich entwickelt es sich ganz klar zum Chamonix Südamerikas. Und das heißt eben, es ist sehr teuer weiterhin. Im Sommer ist es proppelvoll, es platzt aus allen Nähten. Es gibt kaum noch Unterkünfte in der Zeit zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar. Und das Klettern hat sich natürlich auch komplett verändert. Früher ist man, ohne irgendwelche Informationen über das Wetter zu haben, in die Basislager gezogen, die sind am Ende des Waldes jeweils gewesen. Und dort hat man eben gehaust und mal so ein großes, schönes Schild gehabt, das hieß Los Esclavos del Barometro, also die Sklaven des Barometer. Und man hat eben damals in diesen Wäldern gehockt, hat aufs Barometer geguckt und wenn der Himmel irgendwie blau war und war wenig Wind und das Barometer stieg, hat man eben seine Sachen gepackt und ist Richtung Einstieg gerast. Und in 90% der Fälle hat man eben damals eins auf die Nase gekriegt, weiß ich nicht, nach dem Einstieg oder nach den ersten 4, 5 Seilingen, Wetter umgeschlagen, Sturm, Regen, Schnee. Und dann blieb einem meistens einfach nichts anderes übrig, als wieder zurückzueiern und dann eben hoffen auf die nächste Wetterlücke, die man ja eigentlich nie wusste, wie lang sie sind.
Das ist mittlerweile natürlich komplett anders. Die Zahl der Kletterer ist natürlich eine ganz andere geworden. Es sind jetzt Hunderte, wenn nicht Tausende sogar, vor allen Dingen US-Amerikaner. Man sitzt nicht mehr in den Basislager, man sitzt in Schaltern und wenn das Wetter schlecht ist, isst man Pizza oder geht in die Schokolateria und man hält sich fit an den vielen Boulderböcken in der Umgebung oder eben an den Sportklettereien oberhalb von Schaltern und guckt eben einmal pro Tag ins Internet, Meteor Blue oder was es da sonst noch so gibt. Vor allen Dingen hier die Amerikaner haben eine ganz vernünftige Wettervorhersage, die NOAA. Und wenn das Wetter eben gut vorhergesagt ist, dann packt man seine Sachen, geht am letzten Schlechtwettertag noch rein und geht eben klettern. Das hat wirklich nichts mehr mit dem zu tun, was Reinhard Kahl irgendwann mal geschrieben hat, eben im Kühlschrank sitzen und 100-Euro-Scheine verbrennen oder 100-Mark-Scheine natürlich. Das ist vorbei. Also heute ist Klettern in Schaltern eigentlich vergleichbar mit dem, was in Chamonix ist. Es sind immer noch riesengroße Berge, man darf sie nicht unterschätzen. Aber es ist natürlich viel, viel zuverlässiger geworden, das Ganze. Gab es da irgend so eine Story, wo, also wenn du jetzt sagst, du hast auf dem Fitzroy gestanden, ich habe ihn bloß von unten betrachten dürfen, wo dich noch daran erinnerst, die dich so geprägt haben oder wo du so gesagt hast, das hat mich jetzt in den Bann gezogen. Ich meine, jetzt 5 Jahre oder 27 Mal warst du unten. Das ist ja schon eine Menge. Also irgendwas muss dich an den Bann gezogen haben, immer wieder dorthin zu gehen. Das kann man, wie kann man das versuchen zusammenzufassen? Das ist eine Konstante in meinem Leben nahezu. Also diese Landschaft dort, die hat mich eigentlich schon beim ersten Mal komplett gepackt. Also ich glaube, was spektakuläre Landschaften und spektakuläre Stimmungen angeht, ist Patagonien durch nichts, zumindest unter normal erreichbaren Umständen, vergleichbare Landschaften zu, also es gibt nichts Vergleichbares letztendlich. Ich war auch mal im Himalaya, ich bin auch gerne in Skandinavien oder in Schottland unterwegs, aber diese Mischung, ja, das Meer ist ja nicht besonders weit, die Berge sind komplett spektakulär, dann diese Eismassen, also das ist schon ziemlich einzigartig. Und was Patagonien natürlich auch noch, auch heute noch sozusagen auszeichnet, ist, dass man Entdecker sein darf. Es gibt klar Fitzroy, Cerro Torre. Das ist das bekannteste, Torres del Paine natürlich genauso, Pirito Moreno Gletscher. Aber wenn man sich das mal anguckt, die patagonische Cordillere ist insgesamt 1500 Kilometer lang. Und die Spots, wo sich Touristen aufhalten, die sind mini, mini, minimal. Das sind vielleicht, wenn man alles zusammenzählt, 200 Kilometer. Das macht dann immer noch ungefähr 1200 Kilometer unbekannte Berge. Und dort Entdecker spielen zu dürfen, sich einfach mal eine Karte zu nehmen, zu sagen, okay, das ist schwierig, da hinzukommen, aber irgendwie wird das schon gehen. Man fragt rum, man kommt in Kontakt mit den Estancieros, also den Besitzern dieser großen Schaffarm. Die bringen einen vielleicht da hinten hin und dann latscht man einfach irgendwo los und sieht Berge, die sind so zauberhaft schön. Und das ist vielleicht das, was Patagonien ausmacht. Und dazu natürlich, dass es ein sicheres Reiseland ist. Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem Essen. Ich war mal längere Zeit in Pakistan, danach kam ich 12 Kilo leichter wieder. Naja, das ist nicht schön, wenn du Nee. weißt, ich wiege nur Ich noch, kenn's von Kambodscha. ich wiege nur 69 Kilo normal. Und also mein Maximalgewicht ist vielleicht 70 Kilo und wenn dann 12 fehlen, sehe ich einfach aus wie irgendwie ein Hungerhaken. Und du hast keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Genehmigungen oder irgendeinem Käse und man hat keine Probleme mit der Höhe. Also das ist natürlich das Großartigste dabei, dass man einfach ganz normal befreit durchatmen kann. Das ist auch das, was mir damals aufgefallen ist. Im Prinzip so von der Landschaft her und sowas ist es sehr hochalpin. Aber du bist eigentlich, zumindest so El Chaltén ist ja jetzt nicht wirklich hoch. Das sind, wie hoch liegt das, 300 Meter oder sowas? Also nicht wirklich viel. Ja, ich glaube, 350, maximal 400 Meter, Ne? Und das ist ja schon beeindruckend. Also dass man quasi dort die Vegetation von einem Hochgebirge hat und eigentlich nicht über 3000 Meter hochkommt. Also, oder knapp über 3000. also wenn du auf 3000 bist, dann bist du schon auf einem richtig hohen Berg. Genau. Also Und das, das was die ist. 3000er da sind, das ist ja bei uns, das ist vergleichbar. Ja, da müsste schon hier irgendwas, also mindestens 4, 5 oder sowas sein, ne? Von den Eismassen, die da unterwegs sind. Das ist ja Wahnsinn. Also noch unterwegs sind, muss man ganz klar sagen, ne? Weil der Klimawandel, der schlägt natürlich auch massivst zu. Das Wetter ist in den letzten Jahren ja immer besser geworden. Also ein Rekordsommer jagt da den nächsten Temperaturrekorde auch von Jahr zu Jahr. Und die Gletscher schmelzen da wie
kaum, also es gibt kaum eine Region, wo die Gletscherschmelze so stark ausgeprägt ist wie in Patagonien. Ist ja auch ganz logisch, weil die Durchschnittshöhen sehr, sehr gering sind. Und wenn die Durchschnittstemperatur da nur um 1 Grad steigt, dann werden hunderte von Quadratkilometer auf den Gletschern vom Nährgebiet zum Zehrgebiet. Und das ist eben einer der Gründe, warum sich gerade die patagonischen Gletscher in so einem atemberaubenden Tempo zurückgehen. Also schnell noch hin, wo würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, Patagonien, das klingt alles richtig gut, was sollte er denn auf jeden Fall gesehen haben oder welche Runde sollte er drehen? Ich würde das anders formulieren. Und zwar, wir müssen aufpassen aus meiner Sicht, dass wir das, was wir lieben, nicht durch das, was wir tun, kaputt machen. Okay. Das heißt, Fliegen ist etwas, was der Umwelt nicht gut tut. Das wissen wir alle. Und man sollte seine Flüge, glaube ich, oder das, wenn man reist und auch so weit wegreist, sehr, sehr gut überlegen. Nicht zu reisen, sozusagen aus Fliegen verzichten, ist aber auch keine Alternative, weil wenn der Tourismus speziell in Patagonien zusammenbrechen würde, Chile als auch Argentinien, also vor allen Dingen Argentinien, sind wirtschaftlich sehr instabile Länder. Und der Tourismus gibt vielen Leuten Arbeit und Geld. Das heißt, wenn der Tourismus nicht wäre, würde dort wahrscheinlich die Natur langfristig auch vor die Hunde gehen. Und meine Empfehlung ist, wenn Patagonien, es ist ein riesiges Land, das Wetter ist bekanntermaßen nicht vergleichbar mit der Copacabana, dann sollte man einfach entsprechend Zeit mitnehmen. Also nicht für 2 Wochen, jetzt wir haken mal schnell Patagonien ab, Torres del Paine, Perito Moreno Gletscher und Fitzroy, und vielleicht noch die Seelöwen irgendwo auf der Peninsula Valdez, sondern eben nehmt euch Zeit. Nehmt euch 5-6 Wochen Zeit und sprecht mit euren Arbeitgeber. Lasst euch unbezahlten Urlaub geben oder was auch immer. Aber eben, wenn reisen, dann sollte man, glaube ich, sich vor allen Dingen Zeit nehmen und das genießen. Und dann ergeben sich die Ziele, glaube ich, von alleine. Alleine schon der Flug dorthin, sag ich mal, lohnt sich schon, dann länger dort zu bleiben, weil man ist ja dann doch irgendwie 36 Stunden oder sowas waren wir unterwegs. Und dann wegen 2 Wochen, das lohnt natürlich gar nicht. Ja, es ist nur so eine Tendenz mittlerweile. Ne? Man denkt, glaube ich, nicht darüber nach, zu fliegen. Also man fliegt mal eben für 2 Tage nach New York, um shoppen zu gehen, oder 3 Tage nach Barcelona. Und das wird ja auch von der Werbung entsprechend suggeriert. Und das ist letztendlich Wahnsinn, was wir da betreiben. Das ist totaler Wahnsinn. Und also mein Appell ist einfach nur, ja, weiterhin reisen, aber bitte doch dann länger, damit sich so ein Flug, also man fliegt nach Buenos Aires zwischen 12 und 14 Stunden und dann vielleicht nochmal 3 Stunden weiter, wenn man direkt nach Patagonien fliegt. Das ist schon eine lange Zeit, die man da einfach in so einem doofen Flieger sitzt. Das ist richtig. Und wie hältst du dich dann fit? Ich meine, Hamburg, jetzt klettern oder sowas, du musst ja dann doch schon Deich. Deich hoch, Deich runter. Deich hoch und Deich runter. Nee, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Also Hamburg hat sogar ein paar Hügels, also Harburger Berge sind bei uns, die sind sogar erstaunlich steil. Aber da kann man eben maximal schön mountainbiken, das ist ganz nett da drüben. Fit halten. Bin, glaube ich, mit einer relativ guten Grundmobilität. Und die kommt wahrscheinlich vom Fahrradfahren, weil ich all meine Wege hier in Hamburg beim Fahrrad erledige. Und was das Klettern angeht, gibt es ja mittlerweile die segenreiche Entwicklung der Kletterhallen. Und in Hamburg gibt es eben auch 2 große Hallen. Und da gehe ich eben 2-mal die Woche klettern und 1-mal die Woche gehe ich zum Konditionstraining. Das ist das, was ich normal mache. Und dazu kommt eben das ganze Radfahren. Das sorgt zumindest dafür, und ich bin ja kein Spitzenbergsteiger, aber ich komme normalerweise irgendwie auch mit, selbst wenn ich Spitzenalpinisten in irgendeiner Form begleite. Also da hat sich bisher noch keiner beschwert, dass ich zu langsam bin. Wie läuft das dann ab, wenn du so eine Kletterreportage quasi machst? Also kletterst du vor oder nimmt er dich mit? Wirst du an die Wand geheftet oder wie, also wie wird das gemacht? Das ist so sehr unterschiedlich. Also wenn ich Spitzenalpinisten begleite, wie, weiß ich, Robert Jasper zum Beispiel, dann ist es definitiv so, dass vorher eine Arbeitsteilung besprochen wird. Das sind ja dann auch Expeditionen und also ich war ja relativ häufig mit Robert Jasper unterwegs und dann dazu Jörn Heller. Und da war es dann ganz klar, Jörn macht die Sicherung, ich mache Foto und Film und Robert klettert vor.
Und dann stiefel ich da einfach hinterher. Wenn ich Reportagen, sagen wir mal, für Alpinen, Bergsteiger, DRV Panorama oder Klettern oder sowas mache, dann mache ich das häufig mit befreundeten Kletterern. Und das ist in den letzten Jahren eigentlich auch immer aufwendiger geworden. Das heißt also, dass man nicht mehr so wie früher einfach zu zweit unterwegs ist und sich eine nette Zeit macht, weil das genügt den Bildansprüchen einfach nicht, sondern es müssen eigentlich optimal sind 5 Leute sogar, weil dann habe ich eine Seilschaft, die extra klettert, dann habe ich noch eine zweite Seilschaft, in der ich dann mit drin, da sind wir dann zu dritt. Und diese Dreier-Seilschaft ist dann auch wieder das Gleiche. Einer steigt vor, ich mache die Fotos, einer steigt nach, dann habe ich eben die Bilder des Vorsteigers, ich habe die Bilder des Nachsteigers und ich kann eine Seilschaft extra fotografieren. Also das ist optimal. Andererseits bin ich selber viel zu gerne Kletterer und weiß auch dadurch, dass ich doch sehr viel Erfahrung auch im Hochgebirge habe, dass ich häufig selber vorsteigen muss auch. Und häufig ist es so, dass wir dann zwei Zweierseilschaften sind, dann klettert man schlichtweg ganz normal in Wechselführung. Oder eben manchmal kommt auch vor, dass ich alles vorsteigen muss. Das ist dann aber fotografisch meistens sehr unbefriedigend, dann geht es meistens um die Route. Und kannst du dir die Projekte selber aussuchen oder kommen die Leute auf dich zu? Also bist du da komplett frei, machst du da dein Ding und verkaufst es dann oder kommen die Leute zu dir mit Projekten, die du dann quasi bebildern und vertexten sollst? Also zumeist beides. Also es gibt Anfragen, ruft dann Redaktion XY an und fragt nach, ob ich, weiß ich nicht, Lust hätte, über Niagara zu latschen oder, weiß ich nicht, in die Bernina oder Bianco gerade machen oder was, also sowas in der Richtung. Und dann gibt es, das ist natürlich optimal, dass ich mit den Redaktionen konferiere. Das passiert meistens so um die Jahreszeit hier. Und wir überlegen, was für Themen passen. Und also jetzt ein reines Wanderthema, weiß ich nicht, 5 Tage durch den Harz oder so, das ist sicherlich nicht mein Ding. Ich bin Alpinist. Und dann mache ich irgendwelche Vorschläge, weiß ich nicht, Hochtouren in der Dauphiné oder Klettern in den Dolomiten oder Klettern im Gesäuse und dann frage ich das an, habt ihr Interesse an so einer Geschichte? Und entweder sagen sie ja oder sie sagen nein oder sie sagen eigene Vorschläge, nee, Gesäuse interessiert uns jetzt nicht so, geht doch mal lieber ins Retikon, dann sage ich, kann ich machen, wunderbar, dann hole ich mir meine Models und Freunde und Bekannte, wer hat Lust mitzukommen und dann fahre ich da eben hin und fotografiere das ab. Und weitgehend ist das ein sehr selbstbestimmtes Leben. Nachteil ist eben das viel unterwegs sein. Also ein Familienleben davon durchzuführen, das ist nicht immer ganz leicht. Was macht denn für dich so ein gutes Bergbild aus oder Alpinbild? Puh, ein gutes Bergbild muss mich berühren. Ganz einfach. Also ich muss, wenn ich ein gutes Bild sehe, so das Gefühl haben, wow, das hätte ich gerne selber gemacht, was für eine großartige Stimmung. Ich versinke in diesem Bild und kann mich sozusagen in diese Landschaft hineindenken oder in diese Gegend reindenken oder die Stimmung nachvollziehen, wenn es jetzt ein Porträt oder sowas ist, dass man wirklich denkt, wow, das ist, kommt gut rüber, ich merke die Umgebung nicht mehr, sondern ich konzentriere mich, ich falle in dieses Bild rein. Okay, und gibt es da Lieblingsmotive, beziehungsweise was fotografierst du am liebsten? Patagonien. Nein. Ich habe natürlich selbst einen gewissen Hang zu dramatischen Stimmungen. So Caspar David Friedrich auf Foto. Das liegt vielleicht auch hier in meiner norddeutschen Heimat. Und ja, so dramatische Landschaften, dramatische Lichtstimmungen. Also das ist schon so das, was mir am meisten gefällt. Und dann vielleicht noch einen Menschen da irgendwie zu integrieren, dass man die Natur schön nachvollziehen kann. Also vielleicht auch die Kraft, die Natur einfach hat, dass man das irgendwie nachvollziehen kann. Das ist sicherlich so das, was mich beschäftigt. Und das andere sind schöne Linien. Also wenn ein Bild gut aufgebaut ist, einen goldenen Schnitt, viele, viele Dreiecke drin sind. Das ist so das, was ich persönlich auch sehr gut mag. Wenn du Also so ein Karte Fan, haben da ja. wenn du so ein Fan von Caspar David Friedrich bist, da könntest du warst sicher schon in der Sächsischen Schweiz, oder?
Ja, klar, natürlich. Ja, weil da gibt es ja den Malerweg und da ist ja auch er einer der Protagonisten quasi, der da sehr viel gemalt hat. Ja, genau. Ja, das Elbsandstein ist, also landschaftlich ist es ein Traum, muss man sagen, ne? Und vermutlich das schönste Stück Mittelgebirge, was Deutschland zu bieten hat. Was aber vor allen Dingen aus meiner Sicht daran liegt, dass es eben so kleinräumig abwechslungsreich ist. Also du kommst immer um irgendwelche Ecken und dann siehst du so lauter Kleinigkeiten von so Schwefelflechten oder irgendwelche schönen Sandsteinstrukturen und dann hängt da noch ein bisschen Moos rum. Also das ist das, was für mich das Elbsandstein so faszinierend macht, dass es eben kleinräumig unfassbar abwechslungsreich ist. Kann ich nur bestätigen, weil ich bin da quasi aufgewachsen und das ist immer noch, jetzt wohne ich am Bodensee und trotzdem ist es irgendwie, immer wenn ich dort bin, ist es einfach toll. Ja, ist ein wunderschönes Stück Gegend. Wie findest du denn deine Motive? Also lässt du dich von irgendwas inspirieren oder suchst du gezielt bestimmte Sachen, wenn du jetzt Recherche machst für irgendein Projekt? Nee, also vorher recherchieren tue ich selten, sondern eben ich gehe durch die Gegend und sehe meine Motive. Also das ist nicht irgendwie große Vorbereitung im Normalfall. Und dann gibt es natürlich bestimmte Sachen, zumeist war ich da schon öfters, dass ich weiß, von da und da habe ich einen guten Blick auf das und das. Oder da kann man schöne Wandbilder oder sonst irgendwas machen. Und das wiederhole ich dann. Also man hat ja bestimmte Gipfel, wo man gerne mal drauf bivakiert. Oder in Schottland war ich jetzt, glaube ich, das fünfte Mal in der Sandwood Bay. Das ist einfach eine der schönsten Strände, die es auf Schottland gibt. Und da geht man immer wieder hin und versucht dann besondere Stimmungen einzufangen. Also wenn ich weiß, da ist ein Ort, der ist sehr spektakulär, aber das letzte Mal war das Licht total beknackt oder weiß ich nicht, einfach nur blauer Himmel oder sowas, dann gehe ich da gerne nochmal hin. Und der Rest ist mehr oder weniger spontan. Was war denn so der schönste Moment beziehungsweise der schönste Ort, wo du jemals fotografiert hast? Also wenn es da ein Ranking geben könnte oder würde? Das gibt es nicht. Kann man echt nicht anders sagen. Es gibt viele besondere Momente, die ich erleben durfte. Und das ist für mich auch, also ich bin privilegiert. Also ich bin wirklich privilegiert, dass ich so viel draußen unterwegs sein darf und so viele schöne Erlebnisse auch in der Natur hatte. Und natürlich gibt es Orte, die ich sehr besonders finde. Aber da ein Ranking abzugeben, das wäre unmöglich. Also in Alpen besondere Momente, die Überschreitung der Maesch zum Beispiel oder Illuminata war so ein ganz besonderer Moment. Oder dieses Jahr war ich mit meinem Freund Boris in den Nil d'Ore und wir waren da klettern. Das sind, oder in Dolomiten, Torre Trieste oder, also da gibt es so viele schöne Dinge, da brauche ich nur eben so die Landkarte vor meinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Und da fallen mir tausend Sachen ein. Und klar, der Monte Sarmiento, das ist ja auch bekannt bei mir, ist so mein Traumberg schlechthin, weil er einfach so einzigartig schön ist von der Form her, weil er so schwierig zu erreichen ist, weil er eben ganz selten zu sehen ist. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal da oben hochkomme und diese Raueisformation, also dieses verrückte Eis, was aussieht wie Baiser und sich leider auch genauso klettern lässt, dass ich das nochmal irgendwann näher betrachten kann und dass ich da oben rauf kann. Das wären sicherlich so lauter Orte, aber der Rest ist, das ist ja auch Zufall. Bist du mit den richtigen Leuten unterwegs? Hast du das richtige Wetter, die richtige Stimmung? Ja. Und das macht ja ganz viel aus, wie das ins Herz reingeht, was an Erinnerung abgespeichert ist. Das ist ja nicht nur irgendwie die besondere Landschaft, sondern eben ganz klar, wie ist das Menschliche drumherum? Also das kann man, da gibt es keinen Top 5 der schönsten Landschaftsspots, sondern eben, das hat ja ganz viel mit dem Herzen zu tun, wie man fühlt in dem Moment. Wenn ich dich jetzt nach deinem besten Bild frage und die Geschichte dahinter, da wirst du wahrscheinlich ähnliche Sachen antworten, oder? Da würde ich das leicht antworten, ja. Es gibt kein bestes Bild und man muss auch ganz klar sagen, das hängt von der Stimmung ab. Also, es gibt besondere Stimmungen und davon, wenn ich dann so in meinem Archiv rumwühle, gibt es jede Menge. Und das ist unterschiedlich. Man entwickelt sich ja weiter. Also als Fotograf, wenn du stehen bleibst, ich glaube, dann bist du auch ganz schnell raus. Sondern man lernt, dass Fotografie ist so ähnlich wie Bergsteigen oder Segeln. Lernst jedes Jahr dazu.
Es hat was auch mit Erfahrung zu tun. Und wo sagst du, hast du dich in den letzten Jahren verbessert oder welche Fähigkeit hast du dir angeeignet, die du vorher noch nicht hattest? Glaube, man ist ruhiger und klarer in den Momenten, wo es wirklich schnell gehen muss. Und dann sind die technischen Möglichkeiten natürlich andere geworden. Früher hat man mit DIA geknipst, heute digital. Da waren die ersten Digitalkameras, die waren so mittelmäßig. Mittlerweile muss man einfach sagen, das ist großartig, was das digitale Zeug so kann. Und dazu kommt natürlich jetzt, dass man zunehmend sowohl von Auftraggeberseite als auch selbst so in andere Medien neben dem Foto vorstößt, also jetzt Timelapse macht, also Zeitrafferaufnahmen, dass man Panoramen fotografiert, dass man jetzt überhaupt auch ein bisschen filmt und sowas. Also da ist ja immer sehr, sehr viel in Bewegung. Und ich lerne natürlich immer, weil ich, was Computer angeht, so drei linke Daumen habe und mich ja nur ungern mit beschäftige, ist natürlich Bildbearbeitung. Da kann man noch so viel rausholen, alte Bilder, die ich früher also wirklich stümperhaft bearbeitet habe. Und das eigentlich müsste ich sie alle nochmal bearbeiten. Ist das so eine Sache, die du in den nächsten Jahren auf jeden Fall tiefer nachverfolgen wirst, dass du deine Bilder besser bearbeitest oder anders bearbeiten kannst? Also, dass ich da groß in die Vergangenheit gehe, dafür werde ich keine Zeit haben. Ich muss ja letztendlich auch meine Kiddies und hier das Leben in Hamburg refinanzieren. Das heißt also, ich bin schon unter einem gewissen kommerziellen Druck, eben schlichtweg Geld damit zu verdienen. Also, dass ich da groß in die Vergangenheit gehe, das ist zeitlich nicht möglich und ich möchte ja auch Zeit für alles, also für andere Dinge haben. Aber man lernt, wie gesagt, gerade Bildbearbeitung, da lernt man eigentlich jedes Mal irgendwas dazu. Also, dass man bei Freunden fragt, wie geht das denn und was hast du da gemacht? Und so das, was man neu macht, wird dann auch sozusagen unter den neuen Kategorien bearbeitet. Das ändert sich. Wie machst du Und das man guckt manchmal immer aktuell? wieder zurück und ich arbeite mit Lightroom Okay. und habe mich bis eher raushalten können, dass ich diese Abo-Version habe, sondern ich habe noch das letzte Fixe. Und ich hoffe, dass das noch eine Zeit lang auf dem neuesten Stand gehalten wird, weil das wäre natürlich ärgerlich, wenn die RAWs nicht mehr gelesen werden können. Da muss man in dieses doofe Abo-Ding rein, weil das ist ja der Nachteil von der Computerei oder überhaupt von diesem ganzen Programm. Man ist da ja in einem wirtschaftlichen Vollzwang rein. Also dass man ständig, also Computerei ist, glaube ich, fast größere Kosten Posten als die Kameras. Weil wir müssen ja immer auf dem aktuellen Stand sein, runterladen, dann sind die Systeme nicht mehr groß genug, brauchst einen neuen Computer, dann hast du hinten die ganzen Festplatten, Sicherungen, Sicherungskopien, wo lagerst du den ganzen Quatsch? Also das ist ja ausufern mittlerweile. Thema Ausrüstung auch ist zwar jetzt nicht grundentscheidend für ein gutes Foto, aber eine Ausrüstung braucht man trotzdem. Mit was bist du da unterwegs? Also ich bin mit Nikon unterwegs, bin auch eigentlich immer glücklich damit gewesen. Letztendlich für einen Berufsfotografen gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, Canon oder Nikon, zumindest bezahlbar, Leitz oder die kleine Fuji geht natürlich jetzt auch mit den Zeitobjektiven, das ist schon großartig auch. Ich bin traditionell bei Nikon und die Objektivpalette reicht eben von Fisheye bis 300 mm. Wenn ich unterwegs bin, also ich versuche nach Möglichkeit mit einer Vollformat auch in die Klettertouren reinzugehen. Das ist im Moment die D750, weil klein und unfassbar toller Sensor, muss man wirklich sagen. Und dazu eben, also wenn es wirklich schwer wird, dann drei Objektive, das ist so das Minimum, was ich mitnehme. Meistens eben das 14-24, was ein ziemlicher Brummer ist, dann das 24-120 und meistens auch ein Fischei. Welches Objektiv benutzt du dann für welche Motive bzw. Szenen? Da gibt es keine Regeln. Also du musst alles dabei haben. Wenn du eine große Landschaft hast und willst ein Kletterrad drin haben, dann nimmst du einen Weitwinkel, willst ein Gesicht rausholen, dann holst du ein kleines Tele raus. Also es, beides.
einfach nötig. Das ist Also schon wegen der Abwechslung. das ist quasi so die Erfahrung, die du dann mit Tausenden von Fotografien quasi rausgeholt hast, dass du weißt, wann du welches Objektiv nutzen musst. Also meistens sieht man ja schon, wenn man jetzt in der Wand unterwegs ist, weiß nicht, zwei Seilschaften und dann siehst du ja schon, okay, die werden jetzt da und da lang klettern, da hinten großartige Wolke, dann suchst du dann ein entsprechendes, also ich sehe die Bilder und hole dann eben das Objektiv raus, schraube es mir rauf und warte darauf, dass die Seilschaft oder der Kletterer eben dahin geht, wo ich denke, dass er gleich da sein wird. Und wenn er dann nicht dahin geht, wie ich das möchte, dann kann es auch schon durchaus mal vorkommen, dass ich dann laut schrei, stopp, und nochmal sage, bitte zurückklettern, 3 Meter nach links und Kopf nach hinten oder weiß ich nicht, Hand bitte hierhin, linke Hand hoch oder irgendwie sowas in der Richtung. Okay, und wenn du so zurückblickst in den letzten Jahren, was hat dich so an Equipment am weitesten nach vorgebracht? Also ich habe jetzt öfter mal gehört, der Umstieg zur Systemkamera zum Beispiel. Gab es da irgendwas? Ne, Spiegelreflexsystem benutze ich ja seit 1983, glaube ich. Ja, da habe ich damals eben noch eine Pentax gekauft und damals war ich eben in Schottland und da waren auch schöne Bilder, aber von den 3 Objektiven oder 4, die ich hatte, sind eben 3 Stück oder 2 kaputt zurückgekommen, weil das Zeug einfach viel zu labberig war, so zumindest den Ganzhornschen Belastungen mal kurz gegen Fels zu scheppern, nicht gewachsen war. Daraufhin bin ich neben ein bisschen Wut entbrannt im Laden, habe nachgefragt, ich brauche irgendwas, was Stabiles. Und dann hat man mir eben die Nikon damals in die Hand gedrückt und hat gesagt, damit kannst du Nägel in die Wand kloppen. Und so war das auch. Und Nikon eben deswegen, weil es einfach sehr stabil ist. Und ich habe jetzt gerade meine Kameras einschicken müssen, einfach weil so viel kaputt gegangen ist über den Sommer. Die scheppern mal gegen die Wand, da fällt mir was runter oder sonst irgendwas. Und das ist regulär. Und in den letzten Jahren, also ich finde so, das, was mich am meisten beeindruckt hat, ich hatte eine Zeit lang mit DX-Format, also dieses etwas kleinere Format, fotografiert, weil es eben einfach kleiner und leichter ist und die Vollformat-Dinger einfach viel zu schwer waren. Und dann hat Nikon eben diese D750 rausgebracht und von der bin ich schlichtweg komplett begeistert. Die hat zwar nicht diese Monsterauflösung wie jetzt die hier die Sony Alpha oder eben Fuji oder eben auch die großen Nikons mit 36 bis 40 MP, finde ich allerdings auch völlig übertrieben, braucht man nicht. Und diese kleine Vollformat, handlich, liegt gut in der Hand, also die finde ich einfach nur großartig. Cool. Und ich Und werde nicht von Nikon gesponsert. okay, sehr gut. Also, ich muss mir alles regulär, genauso wie jeder andere auch kaufen. Habe ich nie angefragt und insofern, das ist, weil ich da wirklich von überzeugt bin. Aber ich nehme an, dass das Canon irgendwas Vergleichbares hat. Ich habe eine Canon und bei mir ist es aber eher dadurch gekommen, dass ich ja quasi, ich fotografiere nur einhändig und muss rumgreifen, damit ich den Auslöser kriege. Und da ist die Wahl auf Canon gefallen, weil bei Nikon bin ich nicht rumgekommen. Also so unterschiedlich kann es Okay. dann auch sein. Ja. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sagt, hey Ralf, wie kann ich denn ein besseres Bergbild fotografieren? Was würdest du demjenigen raten, spontan? Spontan, vor allen Dingen auf den Horizont zu gucken, also oder eben auf das Motiv. Die meisten Menschen gehen instinktiv und platzieren das Motiv in der Bildmitte. Und das ist sozusagen der absolute No-Go, aus meiner Sicht zumindest. Sondern eben Horizont, entweder nach unten oder ganz nach oben. Und das Hauptmotiv eben nicht in die Bildmitte, sondern eben gucken, wo man das platzieren kann. Also dieses Gucken nicht nur auf das Motiv, was man eigentlich sehen möchte, sondern eben, wie sieht das Gesamt im Auslöser, im Sucher aus. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Okay, und gibt Und es auch. natürlich schönes Licht. Ja, gut. Das ist immer wichtig. Und gibt es auch schlechte Ratschläge, die so kursieren in der Welt, wo du sagst, das ist total Quatsch? Ja, diese Ausrüstungswahn, das würde ich so spontan sagen, dass man meint, mit einer guten Ausrüstung auch automatisch gute Bilder zu machen, das ist natürlich totaler Käse. Also
wenn jemand einen guten Blick hat, dann kann man auch mit einer kleinen Kamera vernünftige Bilder machen. Die große Kamera brauche ich vor allen Dingen, weil ich eben ja für Ausstellungen fotografiere, weil ich diese Multimedia-Shows mache. Und da zählt eben auch letztendlich die Auflösung. Sonst braucht man die nicht. Aber eben sozusagen, wenn man für einen Hausgebrauch fotografiert, einfach nur ein schönes Fotoalbum für sich selber machen möchte, da sind diese kleineren völlig ausreichend. Guter Blick ist wichtiger als eine gute Ausrüstung. Das ist doch ein schöner Satz. Guter Blick ist besser als gute Ausrüstung. Wichtiger. Noch wichtiger. Nicht besser, sondern wichtiger. Muss ich mir kurz notieren. Cool. Zum Schluss gibt es dann noch so ein paar allgemeine Fragen, die jeder Gast gestellt bekommt, wo ich kurze Frage und die Antwort kannst du so lange ausdehnen, wie du möchtest. Und da ist die erste, da bin ich gespannt, weil da hatte ich nämlich schon sowas gelesen, aber Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Beides, ganz klar beides. Also ich mag die Breite. Nee, also mal sehen, wo es mich im Alter hin treibt oder sowas, aber ich würde gerne beides miteinander kombinieren. Also die Gegenden, wo es beides gibt, Skandinavien, Schottland, Patagonien, vielleicht auch der Norden Kanadas oder sowas, das ist das, was mich wirklich total fasziniert. Und ich mag Patagonien oder gerade die Berge Patagoniens ja auch unter anderem deswegen so sehr, weil sie weit sind. Sind anders als jetzt in Alpen oder im Himalaya, wo du ja in bestimmten Tälern sozusagen der Berg fast Kopf fällt. Also wenn du nach Grindelwald fährst, da unterhalb des Algas, dann das ist einfach bedrohlich. Und das gibt es in Patagonien ja so nicht. Also man sieht ein Fitzroy zum Beispiel aus über 100 Kilometer Entfernung, dann klar ist das Ding übermächtig, aber sobald du oben drauf bist oder eben auf die Pässe gehst, hast du ja wieder Weite, weil auf der anderen Seite geht es nicht runter, sondern hast du die Eisfelder. Ja. Und diese Weite, große Räume, was ja für mich auch das Meer so ein bisschen mit symbolisiert, das ist das, was ich mag. Und ich kann mich stundenlang am Meer aufhalten, den Wellen zu gucken. Ich finde das einfach traumhaft. Und genauso kann ich mich stundenlang irgendwo auf dem Gipfel aufhalten und da oben bivakieren. Und es ist einfach zauberhaft schön. Und ich würde da ungern auf eins der beiden Urelemente ja im gewissen Sinne zu verzichten. Oder Urlandschaften. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Also was würdest du tun den ganzen Tag? Was ist in der Umgebung? Am Berg. Die Hütte kannst du ja im Zweifelsfall selber aussuchen, also ob das jetzt in El Chalten ist oder ob das in Schottland ist, das spielt da eigentlich keine Rolle. Also ich war damals, als ich das erste Mal in El Chalten war, eben tatsächlich in einer kleinen Hütte, 2 Wochen alleine. Und als klassisch Deutscher habe ich erstmal angefangen, diese Hütte komplett zu renovieren. Und weil das Wetter war eben beknackt. Also ich habe das alles aufgeräumt und repariert und geschrubbt, was mir so gefiel, also dass es mir gut geht. Als nächstes habe ich die Wasserversorgung optimiert. Das heißt, ich habe einen Bach in der Umgebung angezapft und das Flussbett umgeleitet und mir so eine kleine Dusche dahin gebaut. Eben gesagt, es war immer nur am Regnen und dann habe ich eben gedacht, ja, okay, dann machst du das nächste, das Bachbett. Also ich muss irgendwas zu tun haben. Lesen geht sicherlich mehrere Stunden, aber ich muss mich bewegen und brauche immer so ein bisschen was. Ich bin zu zappelig dafür. Und da bin ich natürlich viel wandern gegangen. Also jeden Morgen aufgestanden, Sonnenaufgang, zack, einmal zur Laguna Torre geguckt, ob es irgendwas zu sehen gibt. In den ersten, ich habe über eine Woche damals gewartet, immer festgestellt, Schiedwetter. Und dann eben wieder zurück zu meiner Hütte, gefrühstückt und dann eben mir eine Aufgabe gesucht, die mich des Tags über ausgefüllt hat. Und so würde ich das, glaube ich, auch weiterhin machen. Wenn ich irgendwo eine kleine Hütte irgendwo im Berg hätte und ich würde mir wahrscheinlich, es gibt so ein paar Dinge, auf die ich Wert lege, ist normalerweise ein gutes Fahrrad, das ist auf einer Hütte natürlich nicht so richtig möglich, aber gute Musik, das finde ich eigentlich auch nochmal eine schöne Sache, dass man sich ab und zu mal hinsetzt, in so einer Hütte wäre ein kleines Feuerchen noch ganz schön und gute Musik hört. Okay, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Ja, tendenziell lieber Sonnenuntergang. Also hat beides was, aber Sonnenaufgang, da muss man sich immer ein bisschen quälen, das ist dann, aber ist meistens dann umso schöner. Und Sonnenuntergang, wenn ich so überlege, abends irgendwo zu sitzen, klar, als Fotograf kann ich mich nicht so richtig zurückziehen, weil dann möchte ich auch Bilder machen. Aber wenn ich, sagen wir mal, ich muss keine Fotos machen, es ist einfach entspannt. Und mit Freundinnen oder Menschen, die einem lieb sind, irgendwo zu sitzen und den Sonnenuntergang anzugucken, weiß nicht, ein Glas Wein oder ein Bierchen dabei, ein Stückchen Schokolade, es gibt kaum was Schöneres. Also da wäre ich eher der Sonnenuntergangstyp, was den Genuss angeht. Was das Bild angeht, ist Sonnenaufgang meistens spektakulärer. Okay. Und welches Gadget darf am Berg nicht fehlen? Also ohne was gehst du nie in die Berge? Ein Stück Schokolade. Sehr gut. Genussmensch. Jo. Genießen wird mir durchaus nachgesagt, dass ich das tue. Ja. Ich genieße gerne. Lass mich gerne versöhnen noch. Gibt es so, also ich habe jetzt hier deine Top 3 Blogs oder Ressourcen, offline, online, also Magazine oder Webseiten für mehr Berge. Hast du da Empfehlungen? Nein. Okay. Kann ich wenig zu sagen. Ich bin, also dadurch, dass ich ja selber so viel unterwegs ist, ich bin jetzt gerade seit Mitte Juni bis eigentlich letztes Wochenende unterwegs gewesen. Und ich bekomme das gar nicht so richtig mit. Und wo es richtig gute Blogs oder sonst irgendwas gibt, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Jetzt kommt eine ganz doofe Frage. Was empfiehlst du gegen Bergwehen? Normalerweise leite ich das ein. Stell dir vor, du wärst 3 Wochen in Hamburg. Aber jetzt mal, du könntest Ewigkeiten, aus welchem Grund auch immer, nicht in die Berge. Was würdest du dann tun, dass das Bergwehen nicht zu groß wird? Puh. Schwierig. Viel Sport. Okay. Ja, viel Sport. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Oder wo würdest du sagen, der lohnt sich auf jeden Fall, der ist ein interessanter Typ auch? Oder Typin? Muss gerade mal überlegen, wenn wir da alles hätten. Camilo Rada wäre zum Beispiel, das ist ein chilenischer Bergsteiger, der viele Expeditionen organisiert hat in wirklich unbekannte Gegenden Patagoniens. Den finde ich, glaube ich, sehr, sehr spannend. Erika Uligunde ist bestimmt auch eine gute Interviewpartnerin. Dann war schon mehrmals habe ich oh, schon mehrmals gleich. Dann vor 2 Wochen habe ich Michael Rinn kennengelernt. Der hat Webseite Vertikale, ich bin mit Webseiten echt nicht so gut, aber Michael ist auch ein ganz interessanter Typ, der Vertikale Welten, so heißt seine Seite, glaube ich. Und eben klettert auch jetzt nicht monstermäßig schwer, aber hat witzige Ideen und führt die auch durch. Er ist auch eigentlich ein ganz spannender Mensch. Cool, vielen Dank. Und man sollte vielleicht mal auch die Freundinnen und Frauen dahinter fragen. Fritz Miller würde ich auch fragen. Okay. Wunderbar. Vielen Dank. So, und natürlich, wo können die Hörer mehr über dich erfahren? Also einerseits natürlich wahrscheinlich die Webseite, Facebook. Bist du sonst noch irgendwo aktiv? Nein, also ich bin, was Digitale oder was das neue Informationszeitalter ist, relativ konservativ unterwegs und mag mich damit nicht so richtig beschäftigen. Das ist ja schon ein paar Mal so rausgekommen. Also auf meiner Webseite sieht man ungefähr, was ich mache. Die versuche ich auch halbwegs aktuell zu halten, wobei ich keinen Newsblog da oder sowas habe, was ich manchmal bedauere, aber ich komme dann meistens auch nicht dazu. Auf Facebook poste ich mal alle 2-3 Wochen, weiß ich nicht, 8 bis 10 Bilder. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Instagram habe ich bisher nicht, twittern, keine Ahnung, wie das geht. Was gibt's da noch? WhatsApp oder sowas habe ich alles nicht, möchte ich eigentlich alles nicht. Und wo man Bilder von mir sehen kann, ist natürlich die verschiedenen Ausstellungen.
und auf meinen Vorträgen. Und ich habe mir vor 3 Tagen eine 6-Meter-Leinwand bestellt. Also ich glaube, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch hinzugucken. Wenn es irgendwie geht, werde ich die aufbauen. Weil das macht einfach Spaß, Bilder groß zu sehen, weil dann kann man drin versinken. Wunderbar. Also dann empfehle ich auf jeden Fall deine Vorträge, dass du die du ja auf der Webseite hast, die sind auch aktuell. Ich habe gerade mal geguckt. Und die werden auch immer aktualisiert. Also genau. Also es ist am besten, dich live zu erleben. Ja, das denke ich schon. Ja. Live und in Farbe. Sehr cool. Wunderbar. Vielen Dank, Ralf. Waren ein paar Sachen dabei. Ich habe eine Menge mitgeschrieben. Und es würde mich riesig freuen, wenn wir uns mal irgendwo persönlich treffen. Mal gucken, wann das klappt. Und ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als vielen, vielen Dank zu sagen. Grüße nach Hamburg und bis bald. Ja, bedanke mich ebenfalls und wünsche dir, wie das hier bei uns heißt, Mast und Schotbruch. Nee. Tschüss. Ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.